Guten Tag zu einem weiteren spannenden Interview. Heute geht es mal um ganz was anderes. Heute interviewe ich die sensationelle Sonja Volk rund um das Thema die Geheimnisse von Wingwave. Hallo Sonja, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Sandra. Erstmal vielen Dank für die charmante Anmoderation. Ja, Name hast du schon erwähnt. Ich bin Sonja Volk. Ich bin Inhaberin und Gründerin von Erfolgreich, bin Mentalcoach und habe mich spezialisiert auf mentale, emotionale und körperliche Gesundheit. Das klingt immer so toll, wenn du das sagst. Wir haben uns schon mal rund um das Thema Wingwave getroffen. Richtig. Magst du kurz mal erklären, was ist Wingwave? Was bringt mir das? Na klar, mag ich das kurz erklären. Wenn es auch ein bisschen länger als kurz sein darf, auch gerne das. Gerne. Ja, was ist Wingwave? Erstmal kurz zum Namen. Ist ja ein, ich sag mal, kreiertes Wort. Wing grenzt oder lehnt sich an den Bestandteil wie der Flügelschlag des Schmetterlings, weil ja da die Chaostheoretiker ihre ganz eigene Meinung zu haben, dass eine kleine Bewegung des Schmetterlings auf der anderen Erdkugel das Wetter verändern kann. Und wir sagen, eine kleine Bewegung des Winkens kann das emotionale Klima des Klienten auch gravierend verändern. Und der Bestandteil Wave kommt von Brainwave, sowas wie tolle Idee, Geistesblitz. Und ja, darum geht es, dass wir während des Prozesses für Geistesblitze und tolle Ideen sorgen. Und letztendlich geht es um Blockaden lösen, Stress abzubauen, den Klienten wieder in Balance zu bekommen, ja, und damit letztendlich dann überhaupt erstmal Spitzenleistung ermöglichen zu können. Wow, es klingt so leicht, wenn du das sagst. Ich habe dich ja besucht. Wir haben an mir Wingwave gemacht. Das war ein unglaubliches Erlebnis, weil sich einfach wahnsinnig viele persönliche Themen in sehr, sehr kurzer Zeit gelöst haben. Und mir werden heute noch Dinge bewusst. Das ist jetzt fast 4 Wochen her. Kannst du uns kurz erklären, was passiert bei Wingwave eigentlich im Kopf? Na klar. Also Wingwave ist ja ein, nochmal den Knoten aus der Zunge raus, ein Kurzzeitcoaching, ein reines Emotions- und Leistungscoaching, wo es hauptsächlich darum geht, Stress abzubauen. Und der Stressbegriff, der ist bei uns ganz weit definiert. Das heißt nicht nur landsüblich, was einige Leute so denken, ich habe viel zu tun auf der Arbeit, sondern Stress bedeutet, ich kann auf der einen Seite emotionalen Stress haben. Zum Beispiel negative Gefühle, sowas wie Angst, Wut, Hilflosigkeit etc. Auf der anderen Seite aber bedeutet Stress auch körperlicher Stress, wenn jemand zum Beispiel Schmerzen hat, also körperliche Schmerzen, Hunger oder Durst hat oder Schlafmangel. Auch sowas ist aus neurowissenschaftlicher Sicht gesehen Stress. Und ja, darum geht es, den zum einen aufzuspüren, sprich die Ursache überhaupt mal rauszufinden und nicht nur am Symptom zu arbeiten, sondern zu sagen, uns interessiert, was ist denn die Ursache, woher kommt das denn eigentlich? Denn häufig ist es so, dass man das gar nicht so genau weiß. Na, dann kommen Klienten zu mir und sagen, als Beispiel, ich habe Höhenangst, wissen aber gar nicht so genau, warum die sich jetzt auf einmal mit 53 erst meldet, wo doch vermeintlich gar nichts passiert ist. Und dann setzen wir an mit dem sogenannten Myostatik-Test, den du ja auch schon bei dir kennengelernt hast, punktgenau herauszufinden, was eigentlich die Ursache für eine Blockade ist, um dann die Schlafphasen im Wachzustand nachzustellen. Und auch daran erinnerst du dich noch, das heißt, ich winke vor den Augen des Klienten hin und her und fordere auf, mit den Augen meiner Handbewegung zu folgen. Dadurch kommen die Augen ja in Bewegung. Und ich sagte ja vorhin, dass Wingwave ein Emotionscoaching ist und das Wort Emotion hat ja den Bestandteil Motio drin und Motio heißt so viel wie Bewegung. Das heißt, es geht darum, das System wieder in Bewegung zu bringen und das, was sich, wenn wir mal in Computersprache reden, wenn sich das System aufgehangen hat, ne, wieder in Gang zu bringen, sprich Neustart fürs Gehirn zu machen. Denn wenn man sich ein EEG vom Gehirn anschaut, ist es immer so, dass wenn wir uns nicht so gut fühlen oder in irgendeiner Art und Weise Stress haben, wir einen Stressbefund auf einer Hirnhälfte haben. Und darum geht es, dass man mit diesen Winkbewegungen ja, den Stress auflöst. Ich rede ganz gerne in Bildern vorzustellen, wie eine Brausetablette, die man so als Problem zwischen den Ohren trägt. Und wir sorgen dafür, dass sich die Brausetablette dann auflöst. Sprich, das Problem sich einfach auflöst oder schmilzt.
heißt es nachher ins Langzeitgedächtnis rutscht und nicht mehr diesen Angststatus oder welche negative Emotion auch immer damit verknüpft ist, im Dauerpräsenzstadium erzeugt. Ich wollte nur mal kurz zeigen, du hast ja diesen Stresstest. Magst du uns den auch mal kurz erklären? Ich finde total spannend. Mal schauen, ob man das hier in der Kamera sehen kann. Also, ja, man bildet einen Ring zwischen Daumen und Zeigefinger, so wie du das gerade perfekt machst. Meine Aufgabe als Coach ist es dann, versuchen, deine Finger auseinanderzuziehen. Und genau, es ist sehr schön, ein bisschen wie bei einer Stewardess, ne? Der Notausgang befindet sich dort. Okay, zurück zum Thema. Geht es also darum, ich versuche, die Finger auseinanderzuziehen. Und die Idee ist angelehnt an die Kinesiologie. Es ist kein reiner kinesiologischer Test, funktioniert aber von der Grundidee so, dass man nämlich sagt, es zeigt sich, jegliche Art von Stress zeigt sich in Muskelschwäche. Das heißt, während jedes Kind und jeder Mensch in der Lage ist, seine Finger zusammenzuhalten, wenn alles in Ordnung ist, genau so, dann ist es so, dass wenn wir Stress bekommen, das nicht mehr möglich ist und der Ring dann aufgeht. Das heißt, ne, der Muskeltonus nachlässt. In der Fachsprache nennt man das P300, diesen Spannungsabfall. Das muss man sich nicht merken. Aber falls man es mal gehört haben möchte, weiß man jetzt ein Stückchen mehr. Ja, und daran kann man dann eben punktgenau feststellen, was die Ursache ist. Das bedeutet, ich stelle Aussagen in den Raum und versuche bei jeder Aussage die Finger auseinanderzuziehen. Und solange die zusammenbleiben, ist die Interpretation, es sieht aus wie ein O, es ist also alles okay. Da brauchen wir nichts dran zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn der Ring aufgeht, dann sieht das ja eher aus wie ein C. Also da ist Coaching-Bedarf, da sollten wir mal weiter schauen, was denn die Ursache so genau ist, wo es herkommt. Und dann arbeite ich wie ein konzentrischer Kreis mich vom Außen ins Innen vor. Das heißt, von einer globalen Aussage, als Beispiel, es geht ums Thema, nennen wir erstmal Schule. Das ist ja noch sehr global. Und dann testet man bestimmte Feinaussagen durch. Also es hat zu tun mit den Lehrern, mit den Mitschülern, mit dem Gebäude oder mit was auch immer. Und dann wird man immer detaillierter, bis man am eigentlichen Punkt angelangt ist. Und daran erinnerst du dich ja noch, wenn man dann den Punkt gefunden hat, den quasi springenden Punkt, dann kommt das Nachstellen der Schlafphasen im Wachzustand, um dann ja das Problem aufzulösen und ein anderes emotionales Klima zu erzeugen, was man, glaube ich, immer erst dann richtig gut nachvollziehen kann, wenn man es einmal an sich selber erlebt hat, denn Worte können viel erzählen, aber ich glaube, Erleben ist immer noch ein Stückchen anders. Definitiv, sehe ich genauso. Also es ist bei mir auch so, dass ich mir anfangs immer dachte so, okay, was erzählt mir die Sonja da, was soll ich da machen? Dann war ich ja bei dir und dann habe ich das bemerkt und es ist echt super faszinierend, wenn man dann mal merkt, okay, es tut vielleicht im ersten Moment weh, es ist vielleicht unangenehm, man fühlt sich nicht wohl am Anfang, wenn man eben zum Kern des Pudels vordringt und feststellt, das ist alles nicht schön gerade und dann fängst du an zu winken. Vielleicht magst du uns das nochmal kurz zeigen, wie du winkst und löst quasi das Problem mit relativ einfachen Sätzen auf. Also ich wink doch mal für uns ganz kurz. Wink doch mal. Also vorzustellen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist ja ungefähr so auf verschiedenen Höhen und auch in verschiedenen Geschwindigkeiten und die Anleitung dazu eben mit dem Problem, was man gerade hat, das ist dann eh präsent. Das heißt, es denkt sich automatisch gerade in dem Moment, dann meinen Handbewegungen zu folgen. Und dadurch wird die REM-Phase im Wachzustand nachgestellt. Und die REM-Phase, ne, steht für Rapid Eye Movement. Das ist das, was wir sonst nachts im Tiefschlaf machen. Die verarbeitet ja Tages- und Stresseindrücke. Da hat die Natur sich ja was sehr Gutes einfallen lassen. Sprich, das älteste Stressmanagementsystem ist der Schlaf. Warum es ja auch im Volksmund heißt, schlaf erstmal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt ganz anders aus. Ne, das Beispiel dazu, heute hat dir vielleicht jemand den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt und man ist high on emotion und sagt, was ein Idiot, wie konnte der nur? Und wenn ich dich zwei Tage später nachmittags frage oder einen Tag später, sag mal Sandra, wie ist es denn, wie steht's um deine Wut auf den Autofahrer von gestern? Ne, Schnee von gestern oder man sagt ja auch, genau, die Wut ist verflogen.
Verraucht, ja. Verraucht, da kann man dann immer Danke-Schlafphase sagen, weil die sorgt dafür, das aufzulösen. Und auch da nochmal ein schönes Bild für euch. Ihr stellt euch einfach vor, ihr macht Tageseindrücke und die sammelt ihr den ganzen Tag. Also ihr wart arbeiten oder habt euch mit Freunden getroffen, Sport gemacht. Und dann steht abends eine ganz, ganz große Einkaufstüte im Flur mit ganz vielen Tageseindrücken. Und möglicherweise vielleicht auch dem ein oder anderen stressigen Erlebnis. Und dann sorgt unser Gehirn nachts dafür, das auszupacken. Das heißt, so ein Tageseindruck Arbeit, der kommt in den Arbeitsordner und Familie kommt in den Familienordner. Und so wird das alles wegsortiert und in kleine Einheiten ausgepackt. Und im Normalfall fühlt man sich am nächsten Morgen, sagt man ja so schön, aufgeräumt oder wieder frisch und klar. Ja, und jetzt ist es ja häufig so, dass wir irgendwas erleben, was wir nicht ganz so spannend fanden oder was uns auch richtig geärgert hat, wütend oder traurig oder was auch immer gemacht hat. Und wenn das möglicherweise ein richtig großes Thema war oder über einen längeren Zeitraum anhält, dann ist es so, dass die Schlafphase da nicht mehr ganz für ausreichend ist, um das zu verarbeiten. Dann sorgen wir mit Wingwave dafür, dass wir ja aktive Schlafphasen erzeugen im Wachzustand und dieses Aufräumen in Ordner einsortieren, quasi im Schnelldurchlauf erzeugen und dafür sorgen, sodass man nachher sagt, da hinten in dem Ordner, da findest du auch Wut, Ärger und alles wieder, aber es ist nicht die ganze Zeit hier direkt um uns herum und hüllt uns ein und macht uns unfähig, irgendwie uns gut zu fühlen, sondern es ist einfach weiter nach hinten verschoben. Und das kennt vielleicht der ein oder andere, der Angst vor Spinnen hat oder genau, schon mal gesehen hat, die ist ekelig. Wenn die 8 Meter von uns entfernt ist, na, dann ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Wenn es dramatisch ist, wenn die so vor unserer Nase herkrabbelt, dann wird es meistens vom Erleben her noch mal ein Stückchen schlimmer. Daher alle Sachen, die weiter weg sind und nicht mehr so direkt um uns herum und wir mittendrin sind, nehmen quasi die emotionale Brisanz raus und darum geht's. Ich finde es immer noch total faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mir erzählt, du arbeitest an einem Buchprojekt rund um Wingwave. Ja. Möchtest du uns kurz erzählen, worum es gehen wird, was drinstehen wird, was du schon verraten kannst, wann es rauskommt? Ja, also mein Wunsch und wir arbeiten dran, dass es nächstes Jahr im Sommer bis Herbst rauskommt. Titel werde ich noch nicht verraten, aber frühzeitig auf allen sozialen Kanälen zur Verfügung stellen. Mhm. Es wird selbstverständlich um Wingwave und Gesundheit gehen. Was wird drinstehen? Also zum einen werde ich viel wissenschaftliche Hintergründe liefern. Warum überhaupt funktioniert der Myostatik-Test? Was haben die Universitäten an Forschungsergebnissen dazu rausgefunden? Werde auch das in alltagsfreundlicher und man bedenke die Haarfarbe, blondinenfreundlicher Sprache einfach jedem Leser näher bringen. Dann werde ich im zweiten Teil auch Selbstcoaching-Methoden vorstellen, wie man Wingwave für sich selber nutzen kann, wenn gerade kein Wingwave-Coach in der Nähe ist und man sich trotzdem nicht so gut fühlt. Und ein Teil wird höchstwahrscheinlich auch noch darin bestehen, ein paar Fallgeschichten zu erzählen, anonymisiert, aber Frau X hatte Thema Y und da einfach mal ganz spannende Zusammenhänge zu erklären, wo die meisten sich mit dem logischen Denken gar nicht vorstellen können, dass das was miteinander zu tun hat und was sich dann da für Erfolge eingestellt haben. Ja, ich finde es eine super spannende Sache, gerade weil wir auch über das Thema Fallbeispiele schon gesprochen hatten im Vorgespräch. Genau. Da dachte ich mir immer, Wahnsinn, unglaublich. Ja, genau. Und tatsächlich, ja, es geht. Ja, das ist unglaublich. Also die Methodenerfinder, Harry und Cora Besser-Siegmund, zwei Diplompsychologen aus Hamburg, die haben auch ein sehr schönes Buch irgendwann veröffentlicht mit mehreren Coaches zusammen, Erfolge zum Wundern. Das macht dem Namen auch alle Ehre. Es ist tatsächlich zum Wundern, wenn man es selber noch nie erlebt hat, weil die meisten dann so denken, das kann doch gar nicht sein, das ist ja unglaublich. Und auch das ist was ich häufig erlebe. Man kann das noch so gut vorher erklären und auch ganz genau sagen, was da wo im Gehirn passiert. Die Verwunderung positiver Art ist dennoch da, wenn man es einmal selber erlebt hat. Ja, wie gesagt, kann ich nur bestätigen, habe ich selbst erlebt, war genauso bei mir. Ja. Genau, jetzt muss ich jetzt aber nochmal drauf eingehen, weil man merkt ja bei allem, was du tust und was du sagst, dass du sehr, sehr großen Wert auf Sprache legst. Und ich darf vielleicht auch verraten, dass du dich mit NLP sehr, sehr viel beschäftigst. Na klar. Und
Weißt du, hast du zum Beispiel vielleicht einen konkreten Tipp, welche Ausdrücke oder welche Worte uns manchmal im Geschäftsleben im Weg stehen oder wie wir die besser neutralisieren können oder besser umgehen können damit? Kann ich, möchte aber ein bisschen weiter ausholen, weil meiner Erfahrung nach es nicht nur die Worte sind, die uns im Weg stehen, sondern als erstes erstmal unsere Denkweise, weil meine Praxis heißt Coaching-Praxis für mentale, emotionale und körperliche Gesundheit und zwar auch genau in dieser Reihenfolge, da ich der Meinung bin, mental alles, was wir denken, egal ob es sich bewusst oder unterbewusst denkt, es findet irgendwie ein Denkprozess statt, der wiederum löst Gefühle in uns aus, also Emotionen. Und Emotionen, wenn sie negativ empfundener Art sind, haben wiederum Auswirkungen auf unseren Körper. Also, dass sich da auch Symptome irgendwo einstellen können, das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn einem schon mal vielleicht warm oder kalt geworden ist oder eine Gänsehaut bei bestimmten Worten, ne, sodass Worte verletzen können zum falschen Zeitpunkt von der falschen Person oder auf der anderen Seite auch sehr liebevoll sein können und Liebeserklärungen möglich sind, die wiederum ja dann meistens positive Emotionen auslösen. Ja, sollte so sein. Ich wollte gerade sagen, falls nicht, sollte man sich mal länger unterhalten. Genau. Ja, und häufig ist es eben so, du sagtest ja, ich habe mit NLP zu tun, also ich bilde auch in NLP aus und es ist ja so, dass Worte eben nur Oberflächenstruktur sind. Das bedeutet, es gibt ja diesen Spruch, mir fehlen die Worte, ich fühle mich wie auf den Mund gefallen, ich kriege keinen Ton raus. All das sind ja neurolinguistische Ausdrücke, dass irgendwie gerade irgendwas nicht geht. Ne? Das heißt, man möchte, aber es klappt nicht. Da nochmal kurz den Bogen zu Wingwave. Wenn wir Stress haben, unser Sprachzentrum sitzt auf der linken Hirnhälfte und Stress leider auch. Das ist der Grund dafür, warum wir denn in kritischen Situationen, wo wir uns vorher alles so schön zurechtgelegt haben, häufig erleben, dass wir uns auf den Mund gefallen fühlen oder keinen Ton so spontan rausbekommen, weil das schlichtweg eine Blockade ist. Das heißt, sobald die gelöst ist, können auch die Worte wieder fließen. Und dann geht es natürlich darum, die richtigen Worte im Idealfall zu finden, die auch beim Gegenüber ankommen, aber vor allem auch bei uns selber, denn jedes Wort zählt und wirkt. Das heißt, alles, was wir denken und sagen, hat einen direkten Einfluss auf unsere Physiologie und auf unseren Körper. Daher diese ganzen Nicht- und Kein-Formulierungen, ich denke, das hat inzwischen jeder schon gehört, egal ob er sich mit dem Thema beschäftigt oder nicht. Denken Sie jetzt ja nicht an einen Tannenbaum und dass da Geschenke drunter liegen und wie schön die verpackt sind und dass an dem Tannenbaum Christkugeln dranhängen. Ich wage zu unterstellen, dass das nicht funktioniert. Also das Wörtchen nicht und kein, das ist schon mal ein Triggerwort. Und meine Erfahrung zeigt, dass Menschen sehr häufig in Negativformulierungen unterwegs sind. Also sie können einem 30 Beispiele geben, was sie alles nicht wollen. Ich will nicht mehr so dick sein, ich will nicht mehr von meinem Chef gemobbt, geärgert, belästigt, was auch immer werden. Ich möchte nicht mehr, dass ich so einen blöden Nachbarn habe. Ich möchte nicht, dass, wenn sie dann oder wenn du dann mal hinterfragst, was möchtest du denn stattdessen haben? Ja, also ich will nicht mehr so dick sein. Ja, okay. Was möchtest du denn stattdessen? Ja, ich möchte auch nicht mehr so viel Schokolade essen. Okay. Was wäre dir denn wichtiger? Ja, und da merkt man dann so, dass das eben häufig was ist, womit nicht jeder sich jederzeit beschäftigt, sich nämlich mal bewusst zu werden, was will ich denn? Und wenn man sich bewusst über seine Ziele ist und über das, was es für einen persönlich zu erreichen gilt, dann kann man das, denke ich, auch ein ganz großes Stück klarer und positiver formulieren, wenn eigene Bewusstheit oder Bewusstsein erstmal darüber herrscht, was ich denn möchte. Denn wenn ein Ziel richtig gut formuliert ist, dann sollte das im Normalfall so attraktiv und anziehend sein, dass es auch spielend leicht ist, das positiv zu formulieren, was man denn da möchte. Das hast du sehr schön gesagt, weil gerade das Thema Ziele schön und richtig vor allem formulieren, sodass sie haben auch Nutzen, habe ich auch sehr oft im Marketing hier bei mir, weil dann heißt es immer, ja, wir möchten gerne Marktführer werden, ja, in welchem Segment, sage ich dann immer, und überhaupt generell. Ne? Genau. Ich glaube, konkreter werden. Genau. Ja,
konkreter werden. Das ist ein großes, großes konkret, Thema. Konkret, messbar, ne? Auch dafür gibt es ja immer so schöne Anhaltsregeln. Das haben die meisten in irgendwelchen Ziele-Seminaren schon mal gehört. Ne? Es sollte konkret, messbar, erreichbar oder eben so groß sein, dass es eine magnetische Anziehungskraft auf dich ausübt, dass man dann auch auf gut Deutsch mal den Hintern aus dem Bett bekommt und mit richtig Elan, Frische und Energie dann Bock darauf hat, was man tut, ne? Das klingt so, als wären wir quasi schon bei der nächsten Frage, wenn auf deiner Webseite steht, ja, Erfolg heißt Ziele erreichen, habe ich mir rausgeschrieben. Genau. Das ist quasi auch dein Geheimrezept, wie man sich selbst auf die Spur zum persönlichen Erfolg bringt. Sehe ich das richtig? Sicherlich. Also für mich heißt Erfolg oder ist Erfolg ein ganz großes Wort, denn das interpretiert jeder anders. Für den einen ist es Erfolg, zum Beispiel eine harmonische Partnerschaft zu haben. Der andere definiert Erfolg vielleicht vorrangig über finanzielle Aspekte. Der dritte sagt also, Erfolg ist für mich, wenn es mir gesundheitlich gut geht, denn dann kann ich alles Weitere machen, sodass jeder ganz unterschiedliche Auffassungen hat, was für ihn das Wort Erfolg wirklich bedeutet. Ich habe daher gesagt, Erfolg heißt Ziele erreichen, denn egal was das Ziel ist, ob es aus dem finanziellen Sektor kommt, aus dem gesundheitlichen oder woher auch immer, es geht darum, selbst gesteckte Ziele, ganz wichtig, nicht fremde, sondern meine eigenen selbst gesteckten Ziele zu erreichen und das ist dann Erfolg. Und wenn mein selbst gestecktes Ziel ist, ich möchte nächstes Jahr, was weiß ich, Marathon laufen als Beispiel und ich erreiche dieses Ziel, ja, dann bin ich wahrscheinlich auch erfolgreich in dem, denn meine eigene Definition ja das ist, was ich mir vorher gegeben habe, in welcher Zeit und in welchem Jahr möchte ich denn was genau erreichen. Ich glaube, da sind ja sehr viele Leute, wie gesagt, eben sehr, sehr schwammig. Ja. Ja, neben deinen vielen, vielen beruflichen Terminen rund um NLP-Ausbildung und Wingwave, bist du auch noch Leistungstänzerin und gehst leidenschaftlich gerne reiten? Genau. Sag mal, wie organisierst du deine Tage? Hast du da einen Secret-Tipp, den wir uns übernehmen können vielleicht? Ja, Leben mit Passion heißt der. Soll heißen, der Vorteil ist, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich kann mir meine Tage frei einteilen und mein Zeitmanagement so gestalten, wie ich es für richtig halte. Und möglicherweise ist das das Geheimnis. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich in meiner Praxis arbeite, nicht mehr als 3 Termine pro Tag zu machen. Ein Termin sind immer 2 Stunden. Das heißt, ich habe ausreichend übrige Zeit, die ich für mich nutzen kann oder für mich und mein Pferd oder zum Tanzen oder wofür auch immer. Manchmal auch einfach nur Seele baumeln lassen und aus dem Fenster schauen und sich freuen, dass es gerade so schön grün draußen ist. Wofür auch immer. Also mir ist wichtig, irgendwo die eigene Balance auch zu halten. Und ja, da meine Praxis auf einem Gestüt gelegen ist und mein Pferd da steht, habe ich natürlich auch den Vorteil, meine Zeiten so planen zu können, auch Zwischenterminen mal eben in Anführungsstrichen die Seele baumeln lassen zu können, eine Runde reiten zu gehen, an der frischen Luft zu sein und dann mit noch mehr Begeisterung und Leidenschaft weiterzumachen. Das heißt, dieses ganze Thema tankt dich auch schon sehr auf, weil bei mir kommt immer wieder das Thema hoch, Sandra, stell doch mal die Frage, wie erfolgreiche Menschen nicht ausbrennen, nicht, wie nehmen sich die Auszeit? Und daher muss ich immer fragen, ob es da einen Secret-Tipp gibt für jemanden, der jetzt angestellt ist oder vielleicht sagt, ja, ich kann mir das nicht immer jeden Tag so einteilen. Gibt es da eine Empfehlung von dir, wie man sich wieder inspirieren lassen kann? Ich fand den Satz gerade schon sehr schön, ich kann das nicht, weil das ist, ich glaube, der deutsche Lieblingssatz. Das geht nicht, das kann ich nicht und dann kommt vielleicht noch 3 Begründungen, warum es nicht geht. Ich sage, Leben und Erfolg ist Einstellungssache, das heißt, das ist das, was hier ne, zwischen den Ohren passiert, was denke ich denn? Und die einen fragen, warum was nicht geht und die anderen fragen sich, wie es geht. Und möglicherweise ist es ja so, dass die zweite Frage hilfreicher ist, um Ziele zu erreichen. Daher, um auf deine Frage zurückzukehren, selbst als Angestellter habe ich ja die Möglichkeiten, meine Freizeit so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich einen Kalender habe, mir dann auch feste oder freie Zeiten für mich einzutragen, zum Beispiel zu sagen, was weiß ich, welcher Wochentag auch immer, diese Stunde gehört nur mir. Und was ich in der Stunde mache, ja, das ist jedem für sich überlassen, ein Buch zu lesen, spazieren zu gehen, mit dem Hund zu knuddeln oder einfach nur auf der Couch zu liegen, auf jeden Fall wirklich Auftankzeiten und Relax-Zeiten für sich zu planen. Ja, und insgesamt bin ich der Überzeugung, wenn man was mit Leidenschaft tut und aus Überzeugung, dass es natürlich auch deutlich leichter fällt, inspiriert zu bleiben, weil es dann auch nicht das Wort Arbeit im klassischen Sinne gibt, sondern möglicherweise Aufgaben, für die man praktischerweise auch noch Geld bekommt und die mit Leidenschaft erfüllt und das eine dann Hand in Hand mit dem anderen geht.
Das ist der Idealfall, den wir uns als Selbstständige rausnehmen können, denke ich immer. Das ist wirklich das Schönste der Welt. Weil du gerade gesagt hast, sich auch mal auf die Couch legen und ein Buch lesen. Eine meiner liebsten Fragen ist, welches Buch liest du zurzeit oder welches Buch hast du gerade gelesen und warum? Okay, also aktuell lese ich keins, aktuell schreibe ich ja meins, aber davor habe ich das neue Buch von Cora Besser-Siegmund und Marco Ratschlag gelesen, mit Freude läuft's besser, wo nochmal die Forschungsergebnisse rund um Wingwave für jedermann vorgestellt wurden. Und ja, natürlich, ne? Die beiden kenne ich persönlich und das war eine Herzensangelegenheit, es nicht nur rein aus Interesse des Inhaltes wegen zu lesen, sondern natürlich auch, wenn man Leute kennt, sich ja weiterhin inspirieren zu lassen, was andere Menschen so zu sagen und zu schreiben haben. Weil wir gerade dabei sind, wen würdest du gern mal interviewen? Wen würdest du gern mal was fragen? Was würdest du die Person fragen? Aktuell, das ist eine gute Frage, weil wenn ich ehrlich gesagt Fragen habe, bin ich so offen, dass die Menschen direkt zu fragen oder über sonstige Kanäle Möglichkeiten dazu zu finden. Daher könnte ich dir spontan jetzt keine Antwort drauf geben, da alle Fragen, die mir in letzter Zeit auf der Seele gebrannt haben, ich die Chance genutzt habe, die Menschen direkt danach zu fragen. Aber alleine das ist ja schon mal eine interessante Sache. Das heißt, du, wenn du irgendwas liest, dann machst du dich sofort auf und sagst, Sieg, ich habe da mal eine Frage zu Ihrem Buch oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, im Zweifelsfall schon, klar. Also ich sag mal, soziale Medien machen ja glücklicherweise vieles sehr, sehr leicht. Das heißt, Telefonnummern oder Kontakte über Xing oder Facebook oder welches Portal auch immer rauszufinden, ist ein Kinderspiel. Und dann mal eine E-Mail loszutreten und ja, schon mal das eigene Anliegen zu schildern und dann auch mal meistens einen Telefontermin zu vereinbaren und das, was einen wirklich bewegt, dann im 1-zu-1-Gespräch klären zu können. Und auch daraus kann ich nur sagen, sind ganz, ganz tolle Kontakte entstanden, um die ich sehr, sehr dankbar bin, weil es einfach super spannend ist, was andere Menschen so zu erzählen haben. Der Meinung bin ich ja auch, deshalb machen wir ja Interviews. Ja, genau. An diesem Punkt sage ich mal vielen herzlichen Dank. Gibt es sonst noch ein Thema, das dir heute am Herzen liegt, das du gerne erzählen möchtest? Für heute ehrlich gesagt nicht, weil ich starte jetzt fröhlich vergnügt ins Wochenende. Wünsche allen ein super schönes und mit dem guten Tipp, sich wirklich auch Zeit für sich selber zu nehmen, für Familie, Hobbys oder was immer einem am Herzen lebt. Ja, Leben mit Passion und Leidenschaft. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir am Herzen liegt, weiterzugeben. Finde das, was dich wirklich erfüllt und dann läuft es auch von alleine. Super, vielen lieben Dank. Ich werde auch gerne deine Kontaktdaten beziehungsweise deine Homepage einfach mal unten noch unter das Video drunter setzen, damit die Leute auch gerne zu dir finden und auch gerne zu dir in die Praxis nach Düsseldorf kommen können. Sehr gerne. Weil vielleicht einen kurzen Satz noch, wenn ich dir so uncharmant ins Wort fallen darf. Gerne. Oder es ja schon getan habe. Nächste Woche Freitag mache ich für die Online University ein Webinar zum Thema Erfolge bewegen mit Wingwave. Und wer jetzt möglicherweise sagt, das fand ich ganz interessant, aber eigentlich möchte ich mal gerne ein bisschen mehr Input haben, der wäre dann nächste Woche Freitag genau richtig, findet von 19 bis 20 Uhr statt. Und hat man die Gelegenheit, da nämlich auch anschließend im Live-Chat alle Fragen zu stellen, die einen persönlich interessieren. Das heißt, nicht nur eine Stunde Bescheid zu werden, sondern durchaus die Möglichkeit zu haben, individuelle Themen und Fragen direkt an mich stellen zu können. Super genial. Liebe Sonja, vielen lieben Dank. Ich finde es großartig, dass es so schön geklappt hat. Ich finde ja, die Hangouts Live on Air sind eine wahnsinnig lustige Sache. Ja, dank dir habe ich es jetzt ja auch kennengelernt. Ja, du hattest ja den Vorschlag mit dem Interview gemacht und da dachte ich mir, was können wir hier tun? Und dank dir haben wir jetzt eine Interviewreihe. Ich finde es ja super unterhaltsam. Ich danke dir, freue mich schon, wenn wir uns bald wieder hören und sehen, weil bei mir gibt es auf jeden Fall noch ein paar Themen, die ich auflösen möchte. Ja, wunderbar. Wo ich mir überlegt habe, das kann doch nicht sein, ja, das gibt's doch nicht. Das Schöne ist, ich kann dir noch eins sagen, ich freue mich auch, dich so wiederzusehen. Wow, cool, sehr schön. Dann verabschiede ich mich jetzt für unsere Zuschauer und wünsche allen noch einen tollen Freitag. Genau. Und freue mich schon, wenn alle dann bei meinem Buch wieder mal klicken, wenn sich dann wieder was tut. Alles klar. Dann allen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Bis dann, Sonja. Ciao. Tschüss.